Die pythagoreische Tonleiter, vorgestellt am Monochord. In der Antike soll der griechische vorsokratische Philosoph Pythagoras anhand eines Monochords die Maßverhältnisse der harmonischen Klangempfindungen erforscht und somit die grundlegenden Erkenntnisse der Musiktheorie eingeführt haben. Dass Pythagoras den Anstoß dazu in einer Schmiede aufgrund verschiedener großer Hämmer bekommen haben soll, ist eher eine antike Legende. Pythagoras' Entdeckung der mathematischen Grundlagen von musikalischen Intervallen wurden erstmals von Xenokrates, einem Schüler Platons, schriftlich erwähnt. Das Monochord, griechisch monos, einzeln, chordes, Saite, lateinisch mono, ein, chordes, Saite, das Pythagoras verwendet hat, ist ein Resonanzkasten, über den eine Saite gespannt ist. Auf dem Kasten ist noch eine Maßeinteilung angebracht. Mit Hilfe eines verschiebbaren Holzkeils, der an unterschiedlichen Positionen des Monochords unter die gespannte Saite hin- und her geschoben werden kann, erreichte Pythagoras unterschiedliche Saitenlängen, was beim Zupfen der Saite unterschiedliche Saitenschwingungen bedingte und somit unterschiedliche Tonhöhen, gleich unterschiedliche Frequenzen. Die unterschiedlichen Saitenlängen und deren diesbezüglich sich ändernden Schwingungsverhältnisse hat Pythagoras gemessen und mathematisch in Zahlenverhältnissen ausgedrückt und somit nachgewiesen, dass es ein Verhältnis von Saitenlängen und Frequenzen, also von Tonhöhen, gibt. Gehen wir ins Detail. Betrachten wir unsere heutige Tonleiter auf C1 bis C2 gestrichen und untersuchen deren Verhältnisse von Saitenlänge zu Frequenz. Erstens, ausgehend ist das Intervall der Prim, also C1. Unser Monochord hat eine Länge von 56 cm und ist mit dem Stimmwirbel auf C1, also 264 Hertz, das wären 264 Schwingungen pro Sekunde, also unsere Grundschwingung, gestimmt. Zupfen wir an unserer Saite, so schwingt diese hin und her im Grundton C1, also der Prim. Das Saiten- und Frequenzverhältnis ist hier 1:1. Zweitens, Oktav über C1 ist gleich C2. Halbieren wir nun unsere Saite von 56 cm auf 28 cm, indem wir den Holzkeil genau in der Mitte unter die Saite positionieren und diese anzupfen. Egal, ob wir die Saite rechts oder links vom Holzkeil anzupfen, so erklingt bzw. hören wir einen doppelt so hohen Ton, nämlich die Oktave zum Grundton C1 ist gleich C2 ist gleich 528 Hertz. Also C1 mit 264 Hertz mal 2 ist gleich C2. Die Saitenlänge, also 1:2, ist umgekehrt proportional zur Tonhöhe, Frequenz. Hier 528 zu 264 ist gleich 2:1. Somit hat das Intervall der Oktav, der Abstand zwischen C1 und C2, das Frequenzverhältnis 528 zu 264 ist gleich 2:1. Das Saiten- und Frequenzverhältnis ist hier 1:2 bzw. 2:1. Merke, von unserem Grundton C1 ausgehend bewegen sich Saitenlänge und Tonhöhe immer in entgegengesetzte Richtungen. Drittens, Quinte über C1 ist gleich G1. Teilen wir unsere Saite in drei Teile, also 56 cm durch 3, und schieben unseren Holzkeil unter das erste Drittel, also auf der Höhe 18,66 cm. So erhalten wir, je nachdem, ob wir die Saite rechts oder links vom Holzkeil anzupfen, jedes Mal das Intervall der Quinte G1, also 396 Hertz, beziehungsweise G2, also 792 Hertz. Die Saitenlänge 2 Drittel ist wieder umgekehrt proportional zur Tonhöhe. Hier 396 zu 264 Hertz ist gleich 3/2. Rechenschritt, C1 mit 264 Hertz mal 3/2 ist gleich 396 Hertz, ist gleich G1. Somit hat das Intervall der Quinte, also der Abstand zwischen C1 und G1, das Frequenzverhältnis 396 zu 264, also 3:2. Das Saiten- und Frequenzverhältnis ist hier 2:3 zu Frequenzverhältnis 3:2. Viertens. Pythagoras wandte ab nun zur weiteren Intervallanalyse die Quintenschichtung an, um so als nächsten Ton die Sekunde D. Unser Ziel ist ja eine durchgehende Tonleiter, zu errechnen. Die Quinte über G, also D2. Auf dem Ton G wollen wir eine weitere Quinte setzen. Dazu müssen wir seine Frequenz halbieren und mit 3 multiplizieren. Übrigens hätten wir mit dem Ausgangston C auch direkt durch deren Multiplikation mit 9/4 diesen Ton erhalten können.
Wir holen den oberen Ton D2 gestrichen, der zweiten Quinte G eingestrichen bis D2 gestrichen mit der Schwingungszahl 9:4 in die Grundoktave zurück. Wir wollen ja eine durchgehende Tonleiter erreichen. Dazu müssen wir sie halbieren und erhalten so 9/8 ist gleich D2 gestrichen ist gleich 594 Hertz ist gleich D2 gestrichen mal 1/2 ist gleich 297 Hertz. Für die Quinte G eingestrichen bis D2 gestrichen gibt es auch noch eine andere Rechenmethode, die ihr hier sehen könnt. Sechstens, die Quinte über A eingestrichen, also E2 gestrichen, um so die Terz C eingestrichen bis E eingestrichen festzulegen, ergibt folgenden Rechenschritt. Siebtens, zur Bestimmung von H eingestrichen, um so die Septe A eingestrichen bis H eingestrichen zu definieren, benutzen wir folgenden Rechenschritt. Achtens, zur Bestimmung von F eingestrichen, um so die Quarte C eingestrichen bis F eingestrichen zu definieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich die von E eingestrichen, eine sechsfache Quintschichtung nach oben, bis das F erreicht wird, anzuwenden. Oder die Quarte unter C2 gestrichen ist gleich F eingestrichen anzupeilen. Und hier seht ihr den Rechenschritt dazu. Vergleichen wir unsere vorgestellte Frequenzberechnung der pythagoreischen Tonleiter mit der heutigen diatonischen Tonleiterstimmung unserer Klaviere, so fällt auf, dass bezüglich der Intervalle Terz, Sext und Sept keine Übereinstimmungen vorhanden ist. Schaut hier die Frequenzen der pythagoreischen Tonleiter und hier die Frequenzen unserer heutigen Tonleiter. Der Grund liegt darin, dass das Tonsystem des Pythagoras auf reinen Quinten und Quarten aufgebaut ist, also auf konsonant empfundenen Intervallen, die vollständige Konsonanzen aufweisen. Erst im späten Mittelalter fand die große und die kleine Terz als unvollständige Konsonanzen ihre Akzeptanz. Die mathematische Berechnung bzw. Feststellung, dass die insgesamt 12 Quintenschichtungen auf C eingestrichen mit 7 Oktaven bei Pythagoras nicht wieder zum Ausgangspunkt C führen, da die 12 Quinten über 7 Oktaven hinausschießen, weil 129,7 nicht 128 entspricht, wurde mit dem Phänomen des pythagoreischen Kommas benannt. Unsere heutige Hörgewohnheit, die auf unsere diatonischen Tonleiter ausgerichtet ist, ist eine andere als die Hörgewohnheit in der Zeit der Antike. Hört hier den Unterschied zwischen einer pythagoreischen Tonleiter und einer diatonischen Tonleiter. Wahrscheinlich habt ihr keinen Unterschied zwischen den beiden Tonleitern wahrnehmen können. Hier hilft nur, gleichzeitig beide Tonleitern zu hören. Sicherlich habt ihr nun auf den Stufen 3, 6 und 7 die Schwebungen wahrgenommen. Hört noch einmal genau hin. Die pythagoreische Tonleiter unterscheidet sich also von unserer heutigen Tonleiter, wo wir anhand von Schwebungen eine wohltemperierte Stimmung angelegt haben, die der großen und kleinen Terz entgegenkam. Vorreiter war hier der Komponist der Musikepoche des Barocks, nämlich Johann Sebastian Bach in seinen Cembalo-Werken des wohltemperierten Klaviers, wobei sich die Musikwissenschaftler bis zum heutigen Tage immer noch fragen, wie Bach wohl sein Cembalo damals intoniert hat. Vermutet wird ein Geheimcode, der auf dem Titelblatt des wohltemperierten Klaviers ganz oben von Bach selbst in unterschiedlichen Kreisen notiert worden ist. Passen wir zusammen. Der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras, der sich selbst als ein Freund der Weisheit verstand, hat in seiner Schule vor über 2500 Jahren die damals gleichgestellten Unterrichtsfächer Mathematik, Arithmetik, Geometrie, Harmonielehre und Astronomie gelehrt. Mit Hilfe des Monochords stellte er Untersuchungen über die Struktur des Klanges und der Musik an. Er war einer der ersten, die eine Sinnesempfindung eines Tones mit Experimenten untersucht und gemessen hat und gilt somit als der Begründer der mathematischen Analyse der Musik. Seine Erkenntnisse brachten den nachfolgenden Generationen die aus dem Monochord sich weiterentwickelnden Zupf-, Tasten- und Streichinstrumente wie zum Beispiel die Laute, das Cembalo, das Klavier oder die Violine und so weiter. Aber auch die Angleichung, also die Schwebung der antiken pythagoreischen Tonleiter in der temperierten Tonleiter. Und diese diatonische Tonleiter ermöglichte erst den Quintenzirkel, wie wir ihn heute kennen, und somit die Möglichkeit der Modulation in alle und mit allen Tonarten. Unsere Betrachtung des Monochords hat gezeigt, dass Musik messbar ist.
Der Philosoph und Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach, Gottfried Wilhelm Leibniz, hat sein Nachdenken über Musik 1712 in einem Brief an den Mathematiker Christian Goldbach auf eine prägnante Formel gebracht. Musica est exercitum arithmeticae occultum nescientis se numerare anime. Die Musik ist eine heimliche arithmetische Tätigkeit der Seele, die dabei nicht weiß, dass sie zählt. Musik verbirgt also neben den Gefühlen, die sie bei dem Hörenden auslöst, auch mathematische Gesetzmäßigkeiten. Dass man auf einem Monochord auch tatsächlich spielen kann, zeigen wir kurz an diesem Hörbeispiel. Wie ihr selbst ein Monochord nachbauen könnt, veranschaulicht unser folgendes Tutorial.